So, und wen haben wir hier? Hier ist Ingo und Ingo ist 50. Guten Morgen, Ingo. Guten Morgen. Hallo, Ingo. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um einen ehemaligen stillgelegten Kiosk. Einen ehemaligen stillgelegten Kiosk? Genau. Was ist das? Das ist der ehemalige Kiosk an der Zechenmauer in Lohberg, von der stillgelegten Zeche. Ja. Und ich habe Anfang des Jahres angefangen, den Abriss eines Kaufhauses zu dokumentieren. Fotografisch erst und dann mit Tonaufnahmen auch. Mhm. Habe Objekte geborgen und das hat sich alles ausgeweitet, ziemlich ausgeweitet. Und ich habe das dann konsequent bis zum Ende weitergemacht. Ja, also du hast den Abbruch einer Zeche dokumentiert? Oder? Nein, eines Kaufhauses. Eines Kaufhauses dokumentiert, genau. Ja, und dann? Ja, und ich habe schon im Vorfeld es eigentlich so angesetzt, dass ich mit dem ganzen Material eine multimediale Ausstellung mache. Ich höre gerade, dass wir ein Bild haben von dir. Ja, genau. Oder gucken wir uns das mal an. Und dieses ganze Material, bestehend aus Fotografie, Tonaufnahmen und einem Stop-Motion-Film, habe ich so aufbereitet, dass ich damit jetzt diesen Kiosk, ich habe also eine Rauminstallation in den Kiosk reingebaut. Ich habe sozusagen das Kaufhaus in den Kiosk getan. Und der Kiosk, ich verstehe es noch nicht richtig, der Kiosk ist immer noch betrieben und da kann man auch Brötchen und Wurst kaufen. Nein, das ist der Kiosk gewesen, wo die Kumpels vom Pütt ihr Bier und ihre Zigaretten gekauft haben und der steht auch still. Der wird von einer Grafikerin und Künstlerin als Ausstellungsatelier also ist das so betrieben. Ein Atelier, ein Kunstraum. Genau. Ah, also ist das letztendlich, was du da machst, eine künstlerische Aktion? Kann man so sagen, ja. Da geht man rein und ich kann es nicht richtig erkennen. Da sieht man dann Fotos von dem Kaufhaus vorher, nachher, wie es zusammengefallen ist. Ja, genau. Aber man geht nicht rein, sondern die Ausstellung ist nur durch die Fenster ersichtlich. Ach so. Und man hört dann auch, wie abgerissen wurde? Und so. Ja, genau. Ich habe eine Klanginstallation gemacht. Ja. Die besteht aus lebendigen Kaufhausgeräuschen und Sprachfragmenten aus dem Kaufhaus und auch Abrissgeräuschen. Ich habe also auch während des Abrisses Abrissgeräusche aufgenommen, weil ich war... Und da steht man vor diesem Kiosk... Und guckt durch die Fenster. Guckt durch die Fensterscheiben und man hört das dann auch vor den Fensterscheiben? Ja, man hört das nicht so wirklich gut, weil der Kiosk, der steht an einer Straße und der Autoverkehr, der vorbeifährt, überdeckt das so ein bisschen. Aber ich habe heute noch eine Idee gehabt, wie ich den Ton nach draußen bekomme. Und zwar werde ich morgen, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, ein System einbauen, ein Dosentelefon. Ein Dosentelefon? Ja, kennt man noch von früher, ne? So Konservendosen mit einer Schnur, die man stramm zieht. Ja. Genau, und so werde ich versuchen, den Ton nach draußen jetzt zu kriegen. Jetzt frage ich mich, warum machst du so eine schräge, verrückte Aktion? Ja, ich weiß nicht, weil das Kaufhaus war hier in Dienstlaken eine Ära. Mhm. Das war 44 Jahre eine betriebene Lebendigkeit halt. Und das stand jetzt seit 2009 leer. Ja. Und jetzt kommen denn da viele und gucken sich das an? Ja. Ja? Genau. Und was sagen die Leute, wenn die das sehen? Ach, wie schade, unser Kaufhaus ist weg. Ja, was die sagen, weiß ich nicht, weil ich bin ja nicht dabei. Ach, ich dachte, du würdest schon mal Mäuschen spielen und daneben stehen. Und nee. So. Nee. Die hat auch erst am Sonntag eröffnet. Hat es was mit Kunst zu tun? Ja, kann man schon sagen. Kann man sagen. Das ist eine künstlerische Aktion. Was will der Künstler uns damit sagen? Ja, vielleicht ein bisschen noch drüber nachdenken, wie der Wandel der Zeit, das Kauf- und Kaufverhalten und das Kommunikationsverhalten, ob das alles wirklich so gut und richtig ist. Ich verstehe. Damit muss ich mich jetzt von dir verabschieden, Ingo, weil die Sendung vorbei ist. Ja, gut. Interessante kleine Sache, die du da gemacht hast. Klein ist es gar nicht mal. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik Henrik Hage und morgen haben wir Themennacht und morgen heißt unser Thema 21.12. Weltuntergang. Möchte gerne mit Leuten reden, mit euch, die ihr daran glaubt und mit euch, die ihr das für völligen Schwachsinn haltet. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und mailen könnt ihr domian@wdr.de. Wünsche euch eine gute, schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.